Heute geht es ums Impfen. Ich möchte heute über Dinge sprechen, über die Wissenschaftler nicht wirklich oft sprechen. Ich habe gestern ein Streitgespräch mit 10 renommierten Kinderärzten gehabt und da möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und weil das Thema so wichtig ist und auch für den Kontext so wichtig ist, bitte ich dich bis zum Ende vom Video dran zu bleiben, damit dich auch wirklich nichts entgeht und du wirklich up to date bleibst. Es lohnt sich auf jeden Fall. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter, und auf dem Kanal und auf meinem Podcast erkläre ich dir, wie deine Medikamente wirken, was du selbst tun kannst, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und wenn du neu hier bist, dann klick einfach den Subscribe-Button hier unten und die Notification Bell, damit auch sichergestellt ist, dass dir ab sofort auch kein Video mehr entgeht. Und am Ende vom Video, da gibt es Neuigkeiten, dann erzähle ich dir dann auch, was das größte Problem beim Impfen ist. Und ich kann dir versprechen, dass du hier oder 99% was anderes erwarten. Haben wir nicht schon alles zum Thema Impfen gesagt? Dass Impfen nichts mit Autismus zu tun hat, dass Impfen Leben rettet, dass Impfen keine persönliche, sondern eine gesellschaftliche Entscheidung ist? Dass es Menschen gibt, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können und darauf angewiesen sind, dass sich andere impfen? Was die Zeit und auch die Wissenschaft mittlerweile gezeigt hat, wir Menschen, wir beharren eigentlich immer, immer auf unserer Meinung und die wird bis zum letzten Atemzug verteidigt und deswegen heute mal ein ganz anderer Aspekt. Viele sagen ja, Big Pharma, die sind böse, die wollen nur Geld an uns verdienen. Zum Teil ja. Die wollen uns Impfungen unterjubeln, die wollen die Kohle einstreichen, indem die Impfstoffe verkaufen. Ich bin selbst Apotheker und das Argument ist wirklich nicht dumm. Im Gegenteil, die Firma würden genauso viel, wahrscheinlich sogar viel, viel mehr Geld machen, wenn die einfach die Krankheiten, die entstehen, behandeln würden. Also wenn sie der Natur freien Lauf lassen, das wäre einfacher, lukrativer, weil das wäre eine jahrelange Behandlung. Das ist ein bisschen länger als ein einmaliger Pieks. Aber was ist jetzt, wenn Impfungen überhaupt nicht wirken? Oder machen die uns vielleicht doch krank? Nein, das ist Blödsinn. Da weise ich entschieden von mir. Ich habe auch hier unten in der Box ein paar Quellen für dich mit dabei, auch ein Podcast. Und wenn du glaubst einfach, dass es nicht wirkt, dann bist du hier falsch, hier im Video oder im Podcast. Dann habe ich nämlich nichts in der Hand, was du hören möchtest, beziehungsweise was dich von deiner Meinung abhalten könnte. Wenn du bis jetzt dran bist, dann sind wir uns relativ einig, Impfungen wirken. Ich bin überzeugt davon. Und das ist der eine Punkt. Aber wie schaut es denn jetzt mit den Nebenwirkungen aus? Die gibt es ja und die stehen nicht nur im Beipackzettel, die gibt es in real life. Also was ist konkret das Risiko? Was immer noch sehr stark propagiert wird, ist, dass Impfungen Autismus hervorrufen. Das ist falsch. Das ist bewiesen, dass das falsch ist. Das war eine Studie von 1998, eine gefälschte Studie. Dieser Arzt hat schon längst seine Berufserlaubnis verloren. Es hat aber ein bisschen gedauert, bis man eben herausgefunden hat, dass diese Studie gefälscht war. Die ist zurückgezogen worden und ja, das ist gut für die Menschheit und gut für die Patientensicherheit. Aber diese Probleme und die Ursachen, die angeblichen Ursachen, die halten sich natürlich weiter wacker und werden munter gestreut. Impfen verursacht angeblich Autismus, was falsch ist. 2009 gab es in Finnland 60 Kinder, die an Narkolepsie erkrankt sind und zwar nach einer Impfung. Also du bist einfach von deiner Müdigkeit übermannt, du schläfst sofort ein. 10 Jahre später wissen wir, dass da kein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Narkolepsie besteht. Aber das ist natürlich, solange das nicht widerlegt ist, ist auch Wasser auf die Mühlen der Impfgegner. Vielleicht sollten wir uns einfach mal auf die Statistik berufen, so langweilig das auch sein mag. Aber da kommt erst Licht ins Dunkel. Und hier kann ich wirklich verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Weil wer sich ernsthaft mit Impfen beschäftigt, muss sich auch ernsthaft mit Statistik beschäftigen. Das gehört so zusammen wie Lukas und Polly, wie Dick und Doof, Bonnie und Clyde und Frühstück und Nutella und Kaffee. Und wenn man sich die Risiken von Arzneimitteln anschaut, dann findest du im Beipackzettel eben in der Realität auch Unterschiede zwischen häufigen, gelegentlichen und seltenen Nebenwirkungen. Das ist ganz klar. Häufige Nebenwirkungen beim Impfen sind Rötungen, Schwellungen, Schmerzen im Einstichbereich, manchmal Übelkeit, leichtes Fieber. Ja, das sind eine von 100. Einer von 100, das entspricht den häufigen Nebenwirkungen. Dann habe aber auch manchmal Fieberkrämpfe. Hohes Fieber, das sind die gelegentlichen Nebenwirkungen. Daher spreche ich vom Faktor 1 zu 1000 oder 1 zu 10.000. Und dann gibt es natürlich auch noch die seltenen Nebenwirkungen. Und die sind besonders bekannt, die sind besonders furchteinflößend. Das ist in einer von einer Million der Fall. Und das ist doch klar, dass
Wenn ich hier bei einer von 1 Million Fällen Nebenwirkungen, wenn die auftreten, dass das nicht leicht aufzuklären ist. Zum Beispiel Rotavirusimpfung. Nur als Beispiel, wenn sich da der Darm einstülpt, und das kann passieren bei einem von 100.000, dann ist es trotzdem relativ schwierig, hier ein ernsthaftes Risiko ganz präzise einzuschätzen. Einverstanden? Weil im Prinzip haben wir zwei riesige Probleme. Wir müssen uns erstmal um die richtige Beziehung zwischen Ursache und Wirkung kümmern, und dafür brauchen wir gut kontrollierte, randomisierte Langzeitstudien. Und wenn jetzt die Nebenwirkung bei einem von 1.000 Fällen auftritt, dann habe ich natürlich gut reden. Kann ich so eine kontrollierte, randomisierte Langzeitstudie machen, ansetzen, nachvollziehen, die Schlüsse daraus ziehen und handeln? Bei 1 von 100.000 oder bei 1 von 1 Million, da kann ich nicht mehr seriös rechnen. Da fehlt mir einfach das mathematische, statistische Material. Das kann kein Forscher. Ich müsste die Daten aus der ganzen Bevölkerung sammeln. Das geht schlicht und einfach nicht. Punkt Nummer 2, eine seltene Nebenwirkung kann ich eben auch nur dann feststellen, wenn die während der Anwendung auftritt, und nur dann. Und Impfstoffe, die werden schon streng kontrolliert und sehr stringent werden die Regularien da auch eingehalten. Gott sei Dank. Und der Weg zur Zulassung von einem Impfstoff, das ist ein Marathon. Natürlich gibt es auch noch danach weitere Ungewissheit. Man müsste jetzt eigentlich weltweit kontrollierte Studien machen. Da brauche ich aber immer noch Millionen von Menschen. Das ist nicht realistisch, weder organisatorisch und schon gar nicht finanziell. Eine Studie an sich zu machen, ist schon allein eine große Herausforderung. Aber bevor der Impfstoff nicht zugelassen ist, kommt man an die Daten auch nicht ran. Also, seltene Nebenwirkung, ich brauche unfassbar viele Daten, und an die Daten komme ich ran erst nach der Zulassung, also während der Anwendung. Kommen wir zum wichtigsten Punkt, und das ist der, warum impfen? Durch jede Gazette eigentlich. Du schließt jeden Tag zumindest in der medizinischen, pharmazeutischen Fachpresse, das ist die Angst, das ist der Respekt, das ist die Skepsis, das sind die Bedenken der Bevölkerung, die muss ernst genommen werden, die muss verdammt nochmal ernst genommen, viel ernster genommen werden. Warum dauert es so lange? Wir wollen als Bevölkerung eine schnelle Lösung sehen, jetzt auch bei Corona. 2007 zum Beispiel, ein neuer Impfstoff, Masern, Mumps, Röteln plus Windpocken. Mit nur einem Piekser, damit das Kind eben nicht zweimal gepiekst werden muss. Dann haben die Forscher aber herausgefunden, dass die Impfung öfter Fieberkrämpfe auslöst als die zwei einzelnen Impfungen. Also hat die amerikanische Impfkommission den Daumen gesenkt und die Kombi zurückgerufen. Gut so. Später hat man dann herausgefunden, das ist bei einem von 2.300 Fällen der Fall. Nichtsdestotrotz, man ruft das dann aus Sicherheitsgründen zurück. 2011, Japan. Da sind Kinder nach einer Impfung gestorben, da muss man sich natürlich schon Sorgen machen. Es war eine Impfung gegen Pneumokokken und ein Grippevirus. Und diese Impfstoffe sind natürlich sofort zurückgerufen worden. Im Nachhinein weiß man, dass hier kein Zusammenhang besteht. Die Behörde hat natürlich trotzdem vorbildlich gehandelt, aber hinterher ist man natürlich auch immer schlauer. Ja, aber Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp und so weiter, die sorgen hier natürlich für extrem starke Aufmerksamkeit, wenn hier eine sehr seltene Nebenwirkung auftritt. Und selbst wenn hier noch nicht mal ansatzweise der Zusammenhang zwischen Nebenwirkung und Impfstoff hergestellt worden ist, das ist dann auch der Bild-Zeitung egal, und es ist doch klar, dass die Menschen dann Angst bekommen. Absolut nachvollziehbar. Bis sich dann aber mal später herausgefunden hat, dass der Impfstoff eben doch nicht so gefährlich ist, wie in den sozialen Medien und in der Yellow Press vermutet oder vielleicht sogar behauptet wird, interessiert es gelinde gesagt keine Sau, weil es keine Auflage, keine Likes, kein Traffic bringt. Kriegt kein Mensch mit. Und Skepsis bleibt, die Angst bleibt, die Ablehnung bleibt. Und man sagt dann, ja, die Wissenschaftler sind da nicht fähig, da sind schlecht kontrollierte Sachen, die auf den Markt gebracht werden. Vielleicht wird das sogar was vertuscht. Naja, Gedanke könnte nahe liegen, aber das sind dann eben die Fragen, die dann eben gerade eben auf Social Media auftauchen. Und das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Nichtsdestotrotz, das Leben an sich ist lebensgefährlich. Du musst immer die Risiken im Leben abwägen, ob du jetzt aufs Fahrrad steigst, ins Flugzeug oder sowas. Wenn ich lande, dann juckt es mich nicht mehr. Also dann habe ich keine Angst mehr. Dann denke ich, wow, cool. Aber wenn ich geimpft werde, dann sage ich nicht am nächsten Tag, wow, oder jeden Tag. Geil, heute mal nicht an Masern, Mumps oder Röteln erkrankt. Das ist, klingt ein bisschen komisch, aber eigentlich sollte man es vielleicht doch machen. Es ist nämlich immer sehr schwierig, Risiken gegen Wirkungen abzuwägen, wenn du quasi nie was von der Wirkung hörst, aber ständig über alle Kanäle zugeballert wirst. Weil Impfung ebenso wirksam ist, siehst du die positiven Wirkungen leider nicht. Und das ist die traurige Ironie. Meine Großeltern, die haben immer Angst gehabt, dass ihre Kinder, meine Eltern sozusagen, Kinderlähmung bekommen. Und je erfolgreicher Impfungen sind, umso
weniger wird über die positiven Resultate gesprochen. Also ich habe keine Angst mehr vor diesen ernstzunehmenden Krankheiten und wir konzentrieren uns viel zu sehr auf die Risiken von den sehr, sehr seltenen Krankheiten. Und das ist genau der verkehrte Ansatz. Zum Glück haben wir diese sehr seltenen Krankheiten nicht mehr oder kaum noch. Und darüber hinaus ist es einfach für die Wissenschaftler unfassbar schwierig, diese seltenen Nebenwirkungen denen nachzugehen. Wenn du jetzt Kinder hast, stehst vor der Impfentscheidung, da fühlst du dich vielleicht im Stich gelassen. Soll ich jetzt dem Arzt trauen? Google? Die verstehen das viel besser. Ich kann mich mit anderen Ämtern auf dem Forum austauschen. Das ist ein Punkt, wo mir Apotheker, vielleicht auch die Ärzte, sich an die Nase fassen müssen. Wir brauchen mehr Empathie, mehr Augenhöhe. Wir müssen besser, geduldiger und liebevoller aufklären. Anders geht es nicht. Zwar auf Augenhöhe, das ist ein Mensch, der da hier behandelt werden muss. Und die Angehörigen genauso. Lass uns noch ein bisschen über Quecksilber reden. Thiomersal in vielen Impfstoffen enthalten. Quecksilberhaltiges Konservierungsmittel. Und wenn du jetzt Chemie, Pharmazie, Medizin studiert hast, dann weißt du, dass das eine stabile Verbindung ist, die nicht nur aus Quecksilber besteht. Es ist allerdings eine Quecksilberverbindung und die ist aber weitaus weniger gefährlich als reines Quecksilber an sich. Und in den Mengen, in denen es zugelassen ist, besteht kein Verdacht auf irgendein Risiko. Wieso gibt es jetzt dann Impfstoffe ohne Thiomersal? Würde doch gar keinen Sinn machen. Doch, für diejenigen, die sich hier eben drüber Gedanken machen. Ich habe Angst vor Quecksilber, vor Thiomersal, die hier in die Tiefe nicht reingehen können. Das ist gar kein Vorwurf, soll auch nicht wertend sein. Die Pharmaindustrie möchte uns weder mit Quecksilber vergiften, aber sie möchte uns aber auch eine Chance geben, dass wir uns impfen, zum Wohle aller. Weil die verdammte Wahrheit ist, hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht. Auch nicht bei Impfstoffen. Wenn du jetzt beim Video immer noch dabei bist, dann wirst du gemerkt haben, das sind nicht alles, das sind gar keine medizinischen Probleme. Das sind Probleme der Statistik, Probleme der Datenerhebung bei sehr seltenen Nebenwirkungen. Nicht mehr, nicht weniger. Gerade im Hinblick auf meine Familie wäge ich dann natürlich ab, was sind die Risiken, was sind die Chancen, was sind die Wirkungen und da sind die Risiken verschwindend gering. Und der Wissenschaftler, da wird mir zustimmen, auch du, wenn du noch dabei bist, dass ohne Statistik Impfen nicht wirklich verstanden werden kann. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Sechser im Lotto hast? Die ist höher als eine seltene Nebenwirkung. Also, ich denke immer an meine Oma, fast täglich. Die hatte Angst, dass eben der Papa Diphtherie oder Polio bekommt. Wir müssen da keine Angst haben. Deswegen sage ich dort, Impfen machst du nicht mit dir selbst aus. Du trägst nicht selbst die Konsequenzen. Das kannst du nicht. Impfen ist eine persönliche Entscheidung. Jede Impfung, die ein gesunder Mensch ablehnt, gefährdet das Leben von den Schwächsten, von Babys, von kleinen Kindern. Die, wo das Immunsystem einfach viel zu schwach ist. Ja, das war harter Tobak. Ich freue mich mal auf deine Kommentare. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wer mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen. Zieht die Mundwinkel nach oben. Bleibt gesund, werdet gesund. Love, peace, bye.